Ja, hallo und hallöchen, meine Freunde. Ja, ich bin's wieder mit einem weiteren Teil. Ich glaube, das müsste jetzt Part 16 sein. Ich bin mir aber nicht so sicher. Jedenfalls, auch wenn es gerade mal mein zweiter Let's Play Part ist, habe ich da schon mal eine Umfrage für euch, ne? Also, meine erste Umfrage ist, ob ich während den Audio- oder Videologs quasseln soll oder ob ich da währenddessen die Klappe halte, damit ihr die schönen englischen Synchronstimmen hört. Ja, das könnt ihr dann entscheiden. Und die nächste ist, ob ich bei Textlogs dann vorlesen soll oder ob ich einfach nur runterscrollen soll und ihr lest euch das selber vor. Schreibt mir das einfach mal in den Kommis, ich werde das dann auswerten, auch wenn es wahrscheinlich nur 2, 3 werden. Naja, aber immerhin habe ich es mal gesagt, nicht, dass dann in Folge 23 einer sagt, aber das hat mir der Wingrid gar nicht gesagt, ne? Das wollte ich gar nicht so. So, machen wir mal weiter. Wir sind ja vor kurzem von diesem Superviech angegriffen worden und ja, hoffen wir mal, dass es nicht wiederkommt. Ich habe es zwar schon einmal durch, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie oft man in dieser Folge gegen das Viech kämpfen muss. Also dementsprechend lassen wir uns mal überraschen, ne? Verdammt. Ja, der erste Schuss ging mal wieder daneben. So. Genau jetzt und... Isaac hat es mal wieder geschafft. Ich glaube, mich zu erinnern, dass jetzt irgendwelche kleinen Scheißerchen kommen. Ich bin mir nicht so sicher, die Bazillen. Oder wie auch immer. Dann sind die ja Bazillen. Come in, Isaac! Sandra! Damn it! Where the hell is Ben? We tried to punish. It's bad down here. Really bad. You can hardly breathe. The organic matter is growing everywhere. My eyes are stinging. Must be seeing things. Ja, unserem Freund Hammond scheint es nicht so gut zu gehen. Wow! Verdammt! Ja, ja, ist klar, Isaac. Nein, nein! Ja. Das Rick ist im roten Bereich. Scheiße, da kommt noch eins. Benutze es! Los, los, los. Wo bist du? Verdammte Scheiße. Ja, ich hasse diese Viecher, also. Komm, Isaac. Du hast bis jetzt überlebt, dass du dich noch nicht von solchen Scheißerchen runterbringst. Und mal wieder Munition. Ja. So. Und weiter geht's. Wow. Verdammt. Oh, verdammt. Und dunkel ist es auch. Auch wie sie mit Schockmomenten arbeiten, das ist doch. Das ist doch scheiße, ist das. According to lab records, there's an inert sample stored in the ICU. A Dr. Mercer was apparently doing intensive research on it. I've been trying to contact Hammond, but all I'm getting is static. Isaac, you've got to hurry. Ja, wir müssen unserem Freund Hammond helfen. Erstmal rüsten wir uns mit neuen Sachen aus. Nicht wundern, ich habe den Ripper meistens nur mit, um seine Munition zu verkaufen, weil die bringt schon einiges ein. Ja. Ach ja, ja, ich könnte da noch eine dritte Umfrage starten. Mann, haben wir es heute mit den Umfragen hier. Soll ich mir noch eine weitere Waffe kaufen? Und wenn ja, welche? Also einfach in die Kommentare schreiben. Werden ja eh nur ein paar sein. Arbeitet da irgendwo? Naja. Jetzt demnächst. Falsche Taste. Ja. Okay. Ab zu Dr. Mercers Büro. Ah, ja,
Ja, stimmt. Das hatte ich jetzt ganz vergessen. Ich wollte, das hatte ich bis jetzt mal vergessen, noch erzählen, was eigentlich ein Backtracking ist. Ja, bloß nicht denken, dass es jetzt irgendwas, Hilfe, Hilfe, was muss Isaac da machen? Er muss backtracken. Nein, nein. Also so schlimm ist es nicht. Die Leute unter euch, die Powergamer, die 8 Stunden, die 25 Stunden am Tag und 8 Tage in der Woche spielen, die werden das mit Sicherheit kennen, aber diejenigen wie ich, die nur 13 Stunden spielen, ja, das ist wenig. Denen muss das erstmal erklärt werden. Da ist er. Mit dem will ich noch nicht sprechen. Was ich sagen wollte, Backtracking ist einfach, wenn man in ein schon bekanntes Gebiet zurückgeht. In diesem Fall waren wir hier halt schon mal. Your persistence surprises me. Holding on to your final breath, you claw your way along. You hold on to what was once your war. But now, it belongs to the children. Be glad of the knowledge that your death would bring their birth. Listen. Can you hear it? It's coming. Say your prayers. Wenn es kommt, werde ich zerschnetzeln, genau wie ich dich zerschnetzeln werde. Ich werde hier alles und jeden zerschnetzeln. Ach, diese Szene. Nachtlach. Nachtlach, Isaac. Lauf, hau ab. Ah ja. Da hinten ist ein. Da hinten ist ein weiterer Wandmutant. Und Angst. Wo ist denn jetzt dieser verdammte explosive Container? Sag mal, der war doch hier eben noch. Ah, da ist er. Versteckt er sich von mir. Ja. Ich probiere es euch nochmal zu zeigen, wie man solche Wandmutanten tötet. Seht ihr? Einfach drauf zielen und treffen. Was ist da los? Kann ich Ihnen helfen? Hallo? Munition. Kann ich auf sie schießen? Isaac ist ja ein freundlicher Mensch. Ja, weiter geht's. Was haben wir hier? Einen Halbleiter Gold. Kann man den mal gut gebrauchen. Speicherpunkt, das ist sehr gut. Speichern ist immer gut. So. Ja. Ja. Ach, hier ist ein Audio. Put it on lock, Dr. Chalice Mercer. This specimen continues to respond well to my experiments. Its cellular fortitude, not to mention elasticity, is remarkable. Dr. Kine, I'm sure, would disapprove. But I do not anticipate that issue as the good doctor is busying himself with the marker. As if that matters now. He has also succumbed to the same dementia that afflicted the colony. Only yesterday he told me he had spoken to his wife. But Amelia Kine has been dead for some years. My subject grows restless. Patience.
Welcher Typ sammelt abgetrennte Köpfe? Jetzt mal ehrlich. Da sind noch mehr. Ja, abgetrennte Köpfe nehmen Bücher. Immer eine gute Leseprobe. Adding sample 9797 to chemical compound. Final mixing required. So, jetzt haben wir die chemische Kapsel und eine Aufgabe erfüllt. That's it, Isaac. Now you just need to... This has gone far enough. Accept your part in the God's plan. Embrace your own extinction. Warning. Life support system failure on medical deck. What the hell was that? Please evacuate immediately. Isaac, he's decompressed the entire deck and I'm being locked out of those systems. All the air has been vented into space. You should be able to bring it back online from the security station, but you don't have much time. Ach, der liebe Mercer, dreht uns einfach mal die Luft ab. Ich glaube, das waren alle. Wow, das ist ja mal eine Armee. Diese kleinen Viecher nerven, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, das war's. Egal. Einfach. Es werden jetzt noch ein paar mehr Gegner kommen, die versuchen werden, euch aufzuhalten, aber einfach durchsprinten. Die haben euch nicht zu interessieren. Und wow, wenn Isaac jetzt nicht immer an der Wand hängt. Wow. Also Megaproband ist auch noch da. Da, durch die Tür, Junge. Geh durch die Tür. Nein, noch 19 Sekunden. Komm, Isaac, das schaffst du. Oh, dass die Türen sich auch immer so langsam öffnen müssen. So 15, 14. Los, Isaac. Everything you need to make the poison. Now get back to the chemistry lab. What are you going to do? Do it fast. Can I be breathing? You're cutting out, Hammond. I'm gonna try to switch over. Shit! I lost the signal. I'll continue scanning for his location. You have to get that compound mixed. Ja, ich habe von manchen Leuten gehört, dass sich dieser Super Necromorph sogar bis in diesen Raum hier bewegen soll, wenn man ihn lang genug die Tür offen hält, aber das will ich jetzt nicht ausprobieren. Ja, das war's auch für heute. Nicht die Umfragen vergessen und bitte mehr als 2 Comments schreiben. Ja, das wäre schon ganz nett. Und wenn gefällt, einfach abonnieren. Werdet ihr ja sehen.